Und boom. Kann losgehen hier in den Semifinals. Okay. Also, der Sieger hier kommt ins Grand Final, oder Winners Central Finals. Scoudy hat die Chance, hier gerade ins Winners Finals zu kommen und die Top 3 Plätze zu bekommen. Aber natürlich steht ihm da jemand im Weg und das ist Beißel. Und der hat eben gerade auch schon gegen Fuego Elo ein 3-2-Set entschieden und da hat man gesehen, dass der nicht zu spaßen aufgelegt ist. Also er hat richtig Bock. Die Geschwindigkeit, man sieht es jetzt auch gerade, einfach Power. Tekken, Mucke, ballert rein, natürlich, so wie immer. Das ist doch so Mucke, die man in Brawl-Combo-Videos schon gehabt hat. Ich erinnere mich gut. So, was sehen wir im Game Bracket? Flora Musician, Skeddy Leon. Ja. Gut. Na dann, lasst uns schauen, was passiert. Im Moment, ja, erst der Stock von Scoudy weg. Der macht jetzt gerade aber ganz gut Druck. Aber kommt da noch eine Dose ab auf Stage? Ein bisschen zu aggressiv gewesen, aber ich glaube. Muss er schon auch sein. Der Laser ist ganz gut eigentlich gegen die Dose. Die Downbeat natürlich auch. Damit kannst du die so ein bisschen unbrauchbar machen. Ah, er hat es fast geschafft. Ein bisschen akkurateres Spacing und es wäre halt wirklich die Backer gewesen. Ja, an solchen kleinen Dingen kann es halt liegen. So. Erster Stock weg von Beißel. Bleibt also knapp. 52% jetzt nicht so viel. Wenn Falco Momentum hat, macht er sowas easy in einer Combo. Eigentlich brauche ich dazu noch einen Kommentator. So ein Set kann man doch nicht alleine kommentieren. Vor allem nicht mit Husten. Aber hey. Es nützt ja nichts. Dann schauen wir mal, was die beiden noch so machen können hier. Beides Combo-Heavy-Charaktere. Beides auch Spieler, die Combo-Heavy spielen. Selbst für ihre Charaktere noch. Oh! Da hat der Gunman einfach den Laser gefressen. Von dem Throw. Habe ich so auch noch nicht gesehen. So. Okay, auch hier schafft es. Okay, alles klar. So, das war der Streamer noch einmal Ciao gesagt. Und jetzt kannst du weitergehen. Ja, wir sehen, auch hier Beißel hat so ein bisschen die Nase vorne, aber Scoudy ist tatsächlich gar nicht so weit davon entfernt, dieses Stock zu holen und wie gesagt, auf jeden Fall ein Charakter, der sehr Combo-Heavy ist. Da braucht es dann nicht viel, um auch wieder Damage zu machen. Selbst bei Duckern. Okay. Oh, hat er fast gehabt. Da ist er. Okay. Wir sind auf Last Stock hier. Oh, und Beißel liegt hier direkt wieder los. Der Uptilt trifft nicht. Ja, guter Trade. Kommt da noch aus der Combo raus, auch wenn er ordentlich Damage gefressen hat. Jetzt hier fast Max Rage Falco. Oh, auf Stage. Okay, kein schlechter Angle. So, einmal kann man das machen. Oh. Okay, jetzt würde eine Dose killen. Und das tut sie auch. Ja, quer über die Stage sogar. Gut, dass das 1:0 hier jetzt gerade. Da. Und so. Ja. Noch einmal für euch, also erstens, dieses heftige Set müsst ihr mit anderen Leuten teilen, das heißt, wenn ihr noch irgendwelche Leute kennt, die interessiert sein könnten, dann schickt den auf jeden Fall mal den Stream rüber oder teilt den generell, wir können eure Hilfe gut gebrauchen, um Smash im Norden hier ein bisschen bekannter zu machen.
und generell die Szene zu supporten. So, außerdem Prime Subs und Folgen und so, die Prozedur kennt ihr ja. Und ansonsten würde ich sagen, gehen wir hier direkt mal wieder in Game mit dem zweiten Game aus diesem Set. So, wir bleiben also bei Battlefield, aber nicht bei Musik von Tekken. Soweit ich weiß, ist die Musik zumindest von King of Fighters. Also Terry. Jetzt im Moment sieht das sehr gut für Scouty aus. Ich konnte hier die Gefahreneinschätzung eigentlich ganz gut eben gerade meistern. 102%. Muss jetzt natürlich vorsichtig sein, dass er nicht zu risky spielt und den Damage direkt wieder zurückbekommt. Oh, oh mein Gott. Ja, ist immer noch da. Schafft's und... Ja, hat hier den Kill bekommen. Okay, das ist ein Riesen-Lead. Das könnte locker das 1:1 sein. Jetzt schon. Aber muss natürlich konzentriert weiterspielen. Consistent. Oh, aber... Oh, wow. Beide so aggressiv hier offstage. Ich dachte schon, das wäre es die für Beißel gewesen. Schafft sie gerade noch, um mit dem Walljump zu recovern. Wir kennen ihn, ne? Also immer mit hohem Risiko im Einsatz. Aber so lieben wir es. Okay. Oh, okay. Einfach ein Raw-Up-Smash. Kann man mal machen. 74%. Also Scouty hier immer noch mit einer ordentlichen Lead. Und die beiden waren am Hadern, ob sie kommen. Fuego Elo, weil er so ein bisschen krank ist. Und Scouty wollte nicht ohne ihn kommen. Im Endeffekt haben sie sich beide dazu entschieden zu kommen. Jetzt sind beide Top 8. Scouty mindestens Top 5. Das ist das erste Placement in der Top 8. Bisher immer einmal Silber Bracket gewonnen, aber sonst immer Silber Bracket. Und ja, so kann es laufen. So, dann schauen wir mal, was passiert. Scouty immer noch mit der Lead. Bei Weiße kann sich das immer schnell ändern. Jetzt bei 131% kann man auch nicht mehr wirklich comboen. Heißt, er muss hier wahrscheinlich einen Raw-Hit bekommen, um zu killen. Oh, das könnte guter Damage sein, ja. Da muss man so vorsichtig sein, dass man nicht irgendwo dumm rein dodgt, weil Beißel da meistens noch drauf wartet und dann direkt irgendwie einen F-Smash hat oder so. Ja, man sieht es ja im Moment auch. Also im Moment kontrolliert er das Game ziemlich. Oh, aber jetzt hier gerade... Wow, da hat er einmal die Stage aufgegeben und direkt kommt die Dose zurück. Aber das war gut. Normalerweise würde der Gunman den Schuss fressen, aber dieser Gunman mit dem Sombrero, der kann durch Sachen durchschießen. Das heißt auch durch sich selbst, wie eben gerade gesehen. Und ja, hat für den Kill gereicht. Sehr schön. Es geht weiter. Oh, oh. Okay. Weiße sprengt sich hier selbst in die Luft. Hat den Kill bekommen, also hat sich das auch gelohnt. 90%. Ist natürlich ein Berg, den man erstmal erklimmen muss. Aber wenn es einer schaffen kann, dann Weiße Mr. Comeback des Jahres 2000. Aber ich habe so das Gefühl, Scouty ist so ein bisschen am Geiern für einen Uptilt, einen Grab oder sowas. Oh, und da war er auch. Da war die Backend. Das hätte tatsächlich der Kill sein können. Das ist seine Chance, ja auf jeden Fall das Game zu holen. Aber diese kleinen Fallen von Bison, man hat's gesehen. Die Dose steht, er schildet. Und er schafft sauber. Das ist das 1:1 hier also. Es bleibt knapp. Also, sauber hier. Scouty schafft es einfach auszugleichen. So will ich das hier sehen. So will ich das hier sehen. Come on, die beiden kümmern sich direkt wieder um gute Musik. Jetzt hören wir Sticker Brush oder wie? Was hören wir? Habe ich nicht gesehen. Jungle Japes. So frech, dass er sein... Ja, hier, was war das? Hier, Fair into Downtailed. Schon ziemlich strong, ne? Das ist schon ziemlich strong. Oh, geht direkt weiter. Wir gehen in-game. Okay,
Okay, DK Mocke. Fear Factory fehlt auf jeden Fall. Und ein bisschen was anderes auch noch. Also ein paar Sachen aus Diddy Kongs Conquest hätten die auch noch mit reinnehmen können. Donkey Kong gibt so viel gute Musik einfach. So, erstmal ein Zerb. Kurz ein Zerb. Würde ich euch auch empfehlen. Kann die schaden. Einfach noch einen kleinen Zerb. Game 3. Wir starten fresh. Eben gerade haben wir gesehen, dass Scout hier auch richtig gut dominieren kann. Hat hier im ersten Stock ein Riesenlead gehabt. War ziemlich aggressiv offstage. Bin ich mal gespannt. Also scheint das für ihn zu funktionieren, ne? Ich habe tatsächlich noch relativ wenige Downbees gesehen. Ah, genau solche meine ich. Die machen also das Matchup auf jeden Fall sehr viel schwerer für Duck Hunt. Oh. Oh ja, das zum Beispiel kann sehr gefährlich enden für die meisten Charaktere. Oh, schöne Backair und das killt mit 140% Rage. Oh. Meine Güte, der bringt mein Seeding hier gerade durcheinander, ne? Wie soll ich den jetzt seeden? Ja, Top 8 zieht jetzt schon mal. Okay. Ja, das... Auf jeden Fall gutes Placement. Hat jetzt nicht so riesig viel Damage gemacht. Jetzt schon. 56. Es waren immer nur so kleine Multi-Hits, die eben gerade getroffen haben. Aber hat ihn halt ziemlich weit offstage gebracht trotzdem. War aber dann noch nicht gefährlich genug, um den Kill zu bekommen. Inzwischen prozentemäßig auf jeden Fall Beißel vorn. Aber Scouty auf jeden Fall ordentlich gefährlich, was so Kills angeht. Und Offstage Play. Oh, ja, mit der Nair. Und kommt er wieder zurück? Ja, da ist er. Oh, Scouty hat gesehen und wollte hier direkt wieder den Revenge Kill holen. Spike into Spike wahrscheinlich. Der into der. Oh, schöne Back Air. Oh! Ja, das war bitter. Hat sich da den Jump geschnappt, gerade. Hat man gesehen. Und damit 2:1 für Beißel. So, was hören wir jetzt hier? Escape. Oh, oh ja, Banger. Ah, schön. Wir sehen hier die ganze Zeit auch nur Battlefield. Die spielen nur auf Battlefield. Ich schätze, das ist für beide eigentlich eine ganz gute Wahl. Tatsächlich eher für Falco, würde ich sagen. Aber auch Duck Hunt kann mit den Plattformen ordentlich Damage machen und sich auch ordentlich verbarrikadieren. Deswegen glaube ich, gute Wahl für beide. Jetzt bin ich einmal kurz so eine Minute leise, damit ihr die Musik einmal appreciaten könnt, okay? Und hier der Spike einfach. Okay, guck mal hier. Beigel, Max, Weigel und Scanman. Was machen die eigentlich? Nimm mal lieber den hier. Schön warm hier auf dem Kopf jetzt, danke. Schön. Ich hab einen kalten Kopf jetzt. Ja, wie du sehen kannst hier, 2:1 für Beißel. Okay. Aber im Moment Scouty am Führen. Oh. Macht ja auch ordentlich Damage, gerade mit dem Reflektor. Mm. Also der macht dann schon echt einen bösen Batzen. Ja, Scouty
Nee, es spielt sehr, sehr, sehr safe heute. Also das Spacing ist. Chock, chock, du sehr lang! Okay, also, der Stock ist weg. Aber. Hier sind die Gewinner Semis, ne? Ja. Wow. Der Gewinner kommt wahrscheinlich, ja, gegen SDN ins Winners Finals. Mhm. Kannst du das vorstellen? Stell dir mal vor, Scouty gewinnt gegen SDN. Das wäre so heftig, ne? Das wäre wirklich heftig. Das wäre wirklich heftig, ja. Das wäre Game Changer, tatsächlich. Das würde die ganze Dynamik hier ändern. Das, wie es ja jetzt gerade schon so ist, ne? Ja. So eine ganz neue Top. Ach, ui, ja. Okay, angeblich irgendein Knopf nicht funktioniert. Vielleicht musst du mal da immer schrauben hier. Ey, dafür haben wir doch Levi. Schön, wo ist denn der? Wo ist denn Levi? Wir brauchen eine Hilfe. Was gibt's denn? Wir brauchen einen neuen Controller. Aber hier, yeah, macht er. Wow, wow, wow. Super aggressive. Gefällt mir. Oh. Okay. Hat jetzt ein ganzes Stock-Lead halt, ne? Also mit 60% würde ich wahrscheinlich gar nicht so ultra-aggressiv spielen. Mhm. Erst so 120 oder so. Kann man. Oh, schöne Bagger. Bagger. Oh, okay. Boah, der ist nicht. Jetzt könnte es schon ein bisschen eklig werden für Scouty. Ja, ja, wirklich. Aber er hat seinen guten alten Reflektor, ne? Der ist wirklich wichtig in dem Matchup. Weil da noch so nach vorne geht, da musst du nicht warten im stimmt, Reflektor. Stimmt, ja, aber ich kick den echt nach vorne. Falco! Ich so erschrocken gerade, Digga. Mal gucken, ob Beigel mit Zweigel. Oh. Okay, Dosis weg. Oh. Oh. Oh, no. Oh, oh, das war heftige super. Option auf jeden Fall. Oh, kein Jump mehr. Kein Jump mehr. Angeengelt. Oh nein. Es wird hier gerade super wild nochmal. Und die Abwehr. Oh, das ist 2-2. Ab Erde gekürzt. Ey, guck mal hier. Wow, was ist das denn hier, der? Ja, ich kann das jetzt selber machen. Wow. Ja, guck mal hier. Bam. Heftige Technik. Play-Buttons hier. Kagebuchi no Jutsu. So geht das. In echt geht das auch. Ich gehe das auch. Mhm. 2-2. Normal, der Kaya-Kosmos. Ja. Scouty schmeißt zweimal fast das Game weg. Ist so, Digga. Den juckt überhaupt nicht, aber so muss man spielen. Ja, ist das so. Das gefällt mir. Das gefällt mir so. Das gefällt Spaß mir so. Und ist fair. Genau so gefällt mir das. Das ist funfair. Einmal runterfliegen. So muss das sein. Ah, ich freue mich schon, das ganze Set nochmal zu rewatchen. Das wird so geil. So. Game 5. Game 5, auch hier nochmal. Wieder auf Battlefield. Ja, stimmt. Gegen Fuego Elo war es auch Game 5. Ja, genießen. Mal gucken, ob Beißel es schafft, auch den Bro rauszukicken. Mhm. Kellig. Aber irgendwann muss man halt auch gegeneinander spielen. Ja. Ja, mal gucken. Vielleicht müssen die ja noch gegeneinander spielen, ne? Mhm. Wenn Fuego jetzt noch eine Runde weiterkommt, wer weiß. Große Fan hier von, wenn ich das richtig ausspreche, Denim Life. Safe. Scouty holt das Ding, sagt er. Im Moment, ja, eher Beißel, ne? Aber kann sich ja mal schnell ändern. Der erste Stock ist wirklich schon sehr entscheidend hier. Oh, da war schon der Spike. Aber Frame 1, Dose klärt. Ja, man, einfach rausgesprengt. Das hätte tatsächlich eben gerade schlimm enden können. Hätte er es geschildert, Uptilt, Up-Air. Oder Up Pro Up, er wäre auf jeden Fall auch noch gewesen. Diese Dose. Einfach wegreflektieren, dann macht die nichts mehr. Ah, ja. Dann weißt du auch selber, hat er den Kopf geschüttelt. Hm. Er hat die Birne einmal durchgeschüttelt, weiß selber. Durfte er nicht machen, da hochzuspringen. Da ist nämlich alles gecovert von dem Hund mit Ente. Hm. Oh. Schade. Ja, also soweit ich weiß, wenn die auf dem Boden liegt und du machst Downbeat, dann kann er sie nicht mehr bewegen. Hm. Das ist useless. Also, das würde ich wahrscheinlich ein bisschen öfter noch machen. Ja, oh, der Laser! Oh, nein! Oh, Side B rein! Oh. Ja, okay! Schöner Short-Hub! Ist er wieder im Game! Das war gut!
Okay, okay, okay. Guck mal, die Leute sind auch gehypt auf ihn. Ah, ist Gaudi soweit jetzt hier auf jeden Fall am Start und jetzt, er könnte sich das Game und somit auch das Sieg holen. Ja. Oh. Der Weiße spielt oh. einfach gerade solide runter. Ja, Game 5 Beißel, ne? Ist schwer. Dieser Japonski. Oh, alles auf einmal. Alles knallt da okay. rein. Aber Falco braucht okay. Opener. Oh, oh. Oh, Update. Oh, näher, okay. okay. Näher, okay. Kann man machen, kann man machen. Ah. Kann man machen. Oh, guter Snipe. Guter Snipe. Wichtiger Snipe. Was ist das? Wichtiger Snipe. Wir sind wieder drin. Oh. Oh nein, das war der Kill. Ja, meine Kirche, da. Pandic Man ist für Beißel, Ice-Tea ist für. One Stock für Scouty versus Beigel. Pain ihn ab! Ja, ich muss gleich den Lüfter anstellen. Den musst du auf jeden Fall gleich mal anmachen, hier ist schön warm. So! Und wir sind hier in ein. Oh, das ist gerade einfach zu viel Trades aufeinander. Das sieht. Ah, das könnte jetzt schwierig werden. Oh. Jetzt noch einmal. Noch einmal die Chance. Einmal. Okay. Back throw. Back throw. Ja, oh, das war der Kill. Das war der Kill, meine Damen und Herren. Das war der Kill. Ja, jetzt stinkt's. Ärgerlich, du sagst es. Oh. Kann man nicht sagen, war ein gutes Set. Ja, ich sag dir, war Paul.